Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier. Hier auf dem Marsch. Jo. Was sehen wir gerade? Eine große Kuhherde. Und zu wenig Futter. Also. Ich habe mal kurz reingeschaut im Modpack. Und Set Action. Da gibt es eine Futterfabrik. Und wäre das sicherlich eine gute Option. Mal gucken. Was ich brauche, ist Geld. Dass die Fläche sowieso Dings gemacht werden soll für, ja, für den Hofausbau. War vorher schon klar. Ich habe jetzt auch noch mein Mais Plus draufgenommen. Und. Was dazugehört. Mal sehen, wie das klappt. Also erstmal brauchen wir Geld. Sind ja leider chronisch pleite. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, ihr Geld, wo wir hier kriegen, ne? Waren schon lange kein Aufnahmekredit. War da. Nee, da nicht, da Geld. Ja, sind ja aktuell schuldenfrei. Ich brauche ungefähr 800.000. Das nehmen wir jetzt auf. Und später, wenn man das entsprechend in die Produktion läuft, versuchen wir abzuzahlen. Also Kühe und Schweine sollen damit versorgt werden können. Das probieren wir aus. Dann wird es ein bisschen leichter werden. Die Aufnahme? Ja. Ja, heute gab es hier ein Update für OBS, ob das alles klappt. Aktuell sieht es ganz gut aus. Ja, das Rote ist von mir. So. Wir haben jetzt knapp 1 Million aufnehmen. Eine runde Zahl. Ja, genau. So, Produktion. Bauen. Bei. Da. Das ist die Futterfabrik. Futterfabrik kann Futter für Kühe, TMR und Schweine, Bigfoot hergestellt werden. Mineralfutter kann durch Kleie, Kalk und Hefe produziert werden. Ja. Das muss ja auch mehr oder weniger automatisch erfolgen. Sag mal so ganz vorsichtig. Mal drehen. Dass wir hier gleich. Oh, hau mir nicht ab, hau mir nicht ab. Da geht's rein und raus. Okay, dann müssen wir drehen. War so. So. So eine Möglichkeit. Nicht so viel Platz wegnehmen, ne? So. Hier wäre schon ein bisschen zu eng, weil da im Prinzip hier der Nachbargebäude könnte man ja irgendwann mal auch Öl abholen, ne? So ein bisschen Platz lassen. Parallel in der Straße, würde ich meinen. Objekt ist anders parallel. So gar nicht. Maus hier. So. Und wenn wir gleich mal das malen. Und zwar rasenmäßig. Anders. Sollte ungefähr so sein wie das andere. Ah, aber nicht. Ah. Hat nicht so funktioniert, aber halt extrem ähnlich mal, ne? Ach du blöd. Machen wir so. Das war ja auch weg. Bis da vorne kann es bleiben. Dann können wir hier alles reinfahren, von Heu bis Silage. Und dann macht es alleine, ne? So. Wir haben was eingelagert. Auf Silage, weiß ich gar nicht jetzt genau.
So. Gut, Gebäude steht. Jetzt muss man im Prinzip erstmal gucken. Warum ein Fahrzeug, um das da reinzufahren. Der LKW steht eh unten blöd rum. Verkaufen muss ich auch was. Und der Mist muss auch entsprechen. Also einmal an Silage, einmal Heu und Stroh. Um einmal Stroh. Unser Heu und Strohlager, kann man sagen. Man sieht die Flächen, sie sind gerade so, dass man die Flächen man sieht, dass man eingefügt wurde. Oder ist okay. Oder halt repariert, ne? Gras haben wir nicht dabei. Wäre auch plus. Aber jetzt haben wir ja. Heu. Einmal Heu. Jetzt haben wir ja praktisch. Der ganzen mit Mais Plus. Muss ich mal schauen, ob das gut funktioniert. Ansonsten muss ich den Spielstand noch mal wieder herstellen. Ne? So, einmal Heu und dann Stroh. Und dann Silage. Tontechnisch ist das, glaube ich, leise. Ne? Ich höre nichts. Muss mal gucken. Also innen drin ist eh wissen leiser, ne? Ja, ich soll allgemein auf ein bisschen größer machen, sehe ich gerade so. Können wir auch gerade ausfahren, ne? Gucken, was alles brauchen. Doch Energie braucht wahrscheinlich. So. Einmal Silage, das holen wir nicht vorne gleich. Denk mal, oder wir fahren vorne ran. Da fahren wir hier durch. Ja, könnte ich einen weiterfahren können. So, der Radlader ist ja hoch genug. Ein Förderband wäre da nicht schlecht, ne? Schau mal, das funktioniert. Ich könnte auch Silage vom Dings nehmen, von der Fabrik. Ja, Meter. Also ich bin gut reinkommen. Wenn wir da nicht hoch genug kommen, dann müssen wir halt da und da so, ne? Abholen. Ne? Hier gerade passiert. Dann können wir größere Mengen halt füttern, ne? Müssen wir halt nicht mehr separat mischen. Weil so viel Tieren müssen wir schon was tun, ne? Oder geht. Vielleicht auch mal automatisch. Grünpflanzsilage. Die Granzpflanzensilage. Haben wir ein Problem. Das war doch Mais. Mal sehen, ob das angenommen wird bei den Kühen. Ah, hätte man vielleicht doch. Na gut. Was merkst du an? Ja. Ganz franschen Silage. Naja. Könnte sein, dass was verkehrt läuft, ne? Das soll sich ja automatisch einbauen.
Karte. Aber hier muss man ja ready gemacht, ja? Und heute soll das ja automatisch gehen. So, mal gucken, ob es annimmt, ne? Ansonsten muss das in PK reinkippen, wenn das irgendwie funktioniert. Ja. Ganz unten sind wir. Oder ich muss das wieder deaktivieren, das wird ja auch so noch gehen. Eigentlich arbeiten die alle mehr oder weniger. Ja. Weil wir nicht Strom dran haben. Ne? Und Wasser brauchen auch von. Ah, da habe ich einen Mod gesehen mit Wasserleitung. Mit zentraler Wasserversorgung. Mal sehen, was funktioniert. Habe ich auch noch nicht drauf. Das war eine gute Frage. Dann nimmt er das jedenfalls. So, der kommt nicht durch. Gucken, wo hier die Symbol ist hier. Was sehen kann. Grund ist ja klar, wir brauchen jetzt mal. Das ist die Fläche. Okay, weiterfahren. Oma Stroh. Da wird normalerweise die Wiesen erstmal komplett löschen müssen mit einem Striegel normalerweise, aber ich will das so im Frühling neu ansehen. Ne? War ja nicht so ganz dramatisch. Luzerne und so. Oh, rein. Stroh haben wir reichlich und ich nehme mir blöd, ne? Ja, Winter, normalerweise wollte ich Holz machen. Mal gucken, ob wir die Tiere da drauf kriegen, ne? So. Lass sie mal gucken, wie lange das dauert. Eine Futter müssen wir eigentlich auf links gucken. Oder gehen wir ins Menü rein, ne? Bunker-Silage. Grünpflanz-Silage. Bin ein bisschen müde. Ist auch nicht weiter schlimm, wird schon werden. Das ist faul. Wasser fehlt. Ah, da muss ich Wasser hinfahren. Das muss automatisch erfolgen normalerweise. Da haben wir es doch schon. Mischration aus Silage, Stroh und Energie. Schweinefutter brauchen sehr viel. Kartoffeln, Rüben, Karotten oder so, mal gucken, was da ist. Mal ein Motor fahren, ne? Da wird doch nichts sein, aber wie gesagt, Hauptsache, meist Push wird nicht.
Wo geht er mal? Weizen, Gerste, Raps. Die ist noch leer. Gut, okay. Wir werden mal gucken, ob wir das mal vor Ort eben mischen können. Ne? Bisschen brauchen wir ja. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen was herstellen. Eine verfresste Partie hier. Menü auf. Z. Mischung Standard. Was gibt's noch? So, B. Gut. Was reinkriegen, ne? Ungefähr. Wir werden nicht sehen, was das aussieht, ne? Jetzt mal hier sind auch noch Z. Mal schauen, wie es funktioniert. Oh, denkst du? Also erstmal Roy. Aber fertig. Kann das Menü nicht sehen zum Beschalten. Also okay. Ich glaube zumindest nicht klappt. Mal sehen, ob die Fabrik das herstellt, dann können wir gucken. Ja, ne? Vielleicht längerfristig mal schauen, ob wir da ein Auslaufkurs kriegen für Wasser. So, das wird das mal reichen für den Notfall? Ja, 40.000. Nee, ich habe mit 12.000 da. Hey, 124.000. Boah, ist der Wahnsinn. Strohgülle. Und? Naja. Wasserwagen. Der Wasserwagen ist da. Da ging mit dem LKW so schlecht. Eichsel und Traktor mal übernehmen, ne? Muss ich langfristig gesehen noch einen anderen kaufen. Und Fahrzeuge so spinnen. Wasser gibt es ja auch keine Quelle, ne? Oh, den Kram. Schauen. So, das sollte schon für heute gewesen sein. Ich muss jetzt kurz hier eine Aufnahme anschauen, ob passt. Seid mal schon Dank fürs Herschauen. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.